Leute, letzte Video für dieses Jahr wohl. Und zwar, was ich so an Technik gekauft habe. Ja, erstmal ein Sony-Fernseher. Gut, das war auch noch so eine Sache. Da hatte ich einen bestellt gehabt bei Amazon. DHL hat es nicht hingekriegt. Ich hatte den am 6. bekommen sollen. Ja, der kam nicht. Dann hatte ich das auf den 9. Dezember gelegt. Da hatte ich auch frei. Kam dann auch nicht. Ja, gut. Dann am nächsten Tag wurde er zwar ein Transporter getan. Nach 6, ja fast 7 Stunden haben sie dann festgestellt, dass das fehlgeleitet wurde. Also einen falschen Transporter. Dann am nächsten Tag wurde er zwar zu mir nach Hause geliefert. Ich war aber nicht da, weil ich arbeiten musste. Ja, das war dann der 11., nee, der 14. So, dann war das der 14. Ich schaue auf den Kalender. Genau. Ja, so. Na, dann am 14. stand dann, dass es in eine Filiale geliefert wird. Ja, und das steht bis heute da. Gut, ich da angerufen. Jo, erstmal Computer dran, einen Tag vorher, dann am nächsten Tag hatte ich einen Typen dran, der wollte Sendungsnummer haben, habe ich nicht gehabt. Ja, gut. Dann habe ich mich bei Amazon, also das Amazon geschildert. Jo, Geld wiedergekriegt, bin an dem Tag noch am 16. war das, genau. Nach Mediamarkt hin, hab mir einen Fernseher geholt, oh, ein bisschen mehr bezahlt, der war auch ein Tick breiter, 4K von Sony, gleich mit einem Blu-ray, Ultra, HD, 4K, Player dazu noch, also einen Tag später geholt, jo, konnte ich mir ja leisten, Weihnachtsgeld und so, ne? Jo, so, so viel dazu. Dann hatte ich mir noch einen Gefrierschrank, Kühlschrank geholt, brauchte ich auch. Ja, habe auch noch ein bisschen gespart gehabt und so. Deswegen konnte ich mir das leisten. Kühlschrank musste ich haben, weil der war auch schon ziemlich alt. Den habe ich seitdem ich angezogen bin gehabt. Seit 99, also 1999. Die Gummidichtung war schon kaputt und so weiter. Naja, ziemlich alt. Gefrierschrank genauso. Dichtung nicht kaputt, aber auch schon steinalt. Ja, so, dann kommen wir jetzt zur Technik. Sachen, die ich sonst noch geholt hatte in den letzten Monaten. Den Kopfhörer von Sony. Bluetooth, nicht schlecht. Dann noch ein Kabel gebundenes von JBL. Auch cooler Sound. So, dann ein Bluetooth Transmitter, wie das Ding da heißt. Genau, Transmitter. Das habe ich für die Nintendo DS mir geholt. Weil das ist scheiß Sound bei manchen Spielen. Wenn ich das dann mit diesem Gerät hier, Nintendo 2DS, New 2DS Spiele, dann kann ich das über Soundbar. Soundbars hatte ich mir übrigens auch in den letzten Monaten geholt. Dann kann ich das da drüber machen. Ne? Super Sound dann. Kommt geil rüber. Ne? Als dieser Mini-Sound da, aus einem schlechten Lautsprecher, muss ich ja nur wirklich sagen. So, dann hatte ich mir für die Switch noch einen zweiten Pro-Controller geholt. Dann wollen die mal wechseln oder so. Hab dann zwei, wenn ich den brauche, wenn der andere alle ist, wenn ich da stundenlang mal spielen sollte. So, dann für die PS2 bzw. PS1 bzw. PS3 ein PlayStation 2 HDMI Adapter oder wie man das nennt. Hier der Stecker zur PlayStation 2, 1 und 3. Nur auf der anderen Seite hast du, kann man ein HDMI-Kabel anschließen, dann zum Fernseher. Gut, das Kabel ist für Strom, das braucht das Ding leider zusätzlich. Gibt es natürlich auch ohne so ein Kabel. Hatte den, dann hast du das in 720p bzw. 1080p Auflösung. Das steht dann hier. Da sieht man das, ne? Sieht geil aus, brauchst keinen SCART-Anschluss mehr.
habe auch HDMI-Weichen, also da kann ich dann zwei Weichen am Fernseher dran, da kann ich jeweils drei Geräte anschließen. Läuft wunderbar. Bin sehr zufrieden. Moment, dass sie weg haben. Dann habe ich noch für die Wii auch noch so ein Teil. Das sieht man dann hier. Der Anschluss zur Wii. Ja. Und dann kommt da auch ein HDMI-Kabel dran. Und dann hast du das in 1080p. Auch astreines Bild, sieht geil aus. Besser als dieser scheiß SCART-Anschluss. Also, wenn man schon die Möglichkeit hat, sollte man das nehmen. Also, ist schärfer. Ne? Wenn man eh keinen Röhrenfernseher mehr hat, was soll man da mit? Gut, ist natürlich Nostalgie pur, kann ich verstehen, aber. Nee, ich finde das so besser. Ne? So, dann habe ich noch für die SNES, N64, also Nintendo GameCube und was ist das hier? SFC, was auch immer das wiederum ist für eine Konsole. Was ist das? SFC sagt mir jetzt gar nicht. Ach, hier die Famicom muss das wahrscheinlich sein. Genau, ist ja hier abgebildet. Das müsste das sein. Genau da. Ne? Hier vorne sieht es ein bisschen wild aus. Hier, ne? Weil da Aufkleber drauf waren, haben sie so geliefert, ohne extra Karton. Auch lustig. So, und hier ist dann auch nochmal so ein Ding drin, was ich gerade schon gezeigt habe. Nur für das SNES. Muss ich mal ausprobieren, habe ich noch nicht ausprobiert. Da ist der Anschluss. Den kann man dann auch für die N64 nehmen. Finde ich geil. Habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich noch ausprobieren. Und dann kann ich ähnlich Mario Bros. Wieder spielen oder Zelda sei schon, SimCity, glaube ich, Zelda, weiß ich gar nicht, für N64 glaube ich nicht. Aber hier Mario All-Stars da oben, Mario Kart, Mario Woods und Co. Hier ist auch nochmal ein Heft bei für das Teil. Hier in der schönen Sprache, ne? Jo, das ist dann, was ist das denn? 720p. Naja, das reicht ja auch. Ne? Leider nicht so ein schönes Geruch wie manche Sachen, aber egal. Also, ich bin aber zufrieden jetzt hier. Also ich habe das mit der Wii getestet, wunderbar, mit der PS2. Also, bin sehr zufrieden, hätte ich nicht gedacht. Gut, man muss. Was habe ich für das Wii-Teil? Hatte ich glaube ich 7, 8 € oder 10 € bezahlt, für die anderen 20 oder 25 ist es mir wert. Also, ne? Weil mich hat es gestört, damit SCART-Anschluss da ständig und den Upscaler, den ich da habe. Weil zwischen SCART und der Upscaler gab es immer Probleme. Also, war das Bild auf einmal weg und blaues Bild auf einmal, weil es nicht richtig steckte, musste ich bestimmt hinlegen an einer bestimmten Position. Das hat mich genervt. Ja, und so funktioniert es bisher. Zumindest bei den beiden. Wie gesagt, Super Nintendo habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich noch machen. N64 kann ich leider nicht, weil meine Konsole nicht mehr richtig funktioniert. Naja, und für die Sega Dreamcast habe ich sowas leider noch nicht. Aber kommt vielleicht auch nochmal. Und die muss auch erstmal repariert werden. Beide. Ich habe ja eine deutsche und eine amerikanische. Bei der amerikanischen ist das, wie heißt das Ding? Dieser. Ah, so ein Teil, da ist ein Elektroteil. Fällt das Teil nicht an. Gab es einen bestimmten Namen. Egal. So viel dazu auf jeden Fall. Wenn es mir wieder einfällt, fällt mir bestimmt gleich wieder ein, wenn ich das ausgemacht habe. Wie heißt das denn noch? Ne, fällt mir nicht mehr ein. Egal. Naja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen dieses Jahr. Vielleicht mache ich nächstes Jahr ein bisschen mehr, wenn ich Zeit dazu habe. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Ja, naja, vielleicht mache ich doch noch ein Video mit den Spielen, die ich gespielt habe oder die ich sehr gut fand. Vielleicht kann ich noch was zu sagen. Ne? Also durchgespielt habe ich auf jeden Fall Until Dawn dieses Jahr, zumindest einmal. Und die Pokémon-Spiele. Die neuesten. Zumindest den einen Teil fast.
Na egal. So, auf jeden Fall, jetzt bin ich raus. Auf Wiedersehen. Euer Kissenschieber. Bis demnächst. Und frohe Weihnachten, wenn ihr das noch... Nee, das ist jetzt vorbei, wenn ich das so sende. Na, guten Rutsch. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Euer Kissenschieber. Und schöne Grüße an alle, die ich kenne.